Bischof Trelle, in den letzten Wochen und Monaten ist viel über das Kirchenasyl diskutiert worden. Wie steht die Deutsche Bischofskonferenz dazu? Wir haben mehrfach schon, und ich wiederhole es auch, gesagt, dass wir mit der Tradition des Kirchenasyls nicht ein Rechtsinstrument schaffen wollen, sozusagen jenseits der staatlichen Rechtsvorschriften. Wir haben das Kirchenasyl nur als eine Art Ultima Ratio immer verstanden, in Situationen, wo Gemeinden, vertreten durch ihre Mitglieder, die in ihrem Gewissen dann auch auf bestimmte Situationen reagierten, sagten, wir müssen hier Menschen vor Ort insofern helfen, dass wir noch einmal Zeitaufschub erwirken, dass sie die ganz persönliche Situation dieser Familie oder jenes Mannes oder jener Frau noch einmal anschauen, die staatlichen Behörden. Und es ist nicht der Versuch, sozusagen das staatliche Recht, auch das Recht des Staates zur Abschiebung, wo es notwendig ist, auszuhebeln, sondern, wie es eben mein Mitbruder auch noch mal gesagt hat mit einem anderen Begriff, so eine Art Moratorium, ein zeitlicher Aufschub noch mal. Sie sind da auch mit der Bundesregierung im Gespräch, mit dem Bundesministerium. Wann erhoffen Sie da irgendwas verkünden zu können? Ja, das zeigt ja auch, dass wir nicht gegen staatliche Rechtsvorgaben und den Anspruch, der natürlich per Verfassung gesichert ist, das Gewaltmonopol des Staates etwa irgendwann in Frage stellen. Es zeigt ja, dass wir mit dem Staat im Gespräch sind. Das heißt, der Staat vertreten durch das Bundesamt für Migration zum Beispiel oder durch verschiedene Ebenen, auch bis hinein in die Ebene der Innenminister der Länder. Also wir führen diese Gespräche, sind jetzt auch dabei, damit das nicht so zu einer Keule wird, mit der man immer so aufeinander einschlägt. Das kann es ja nicht sein, auch unangemessene Vergleiche dann in den Zeitungen diskutiert werden. Um der Menschen willen einen Weg zu finden, dass hier auch Hilfen möglich sind. Und wann das sein wird, wann wir dann sagen, also verfahren wir jetzt in Zukunft so oder anders, das ist noch nicht jetzt zu benennen. Da haben wir eine Zeit der Diskretion vereinbart. In Anblick der vielen Asylbewerber, die Welle, die auf Deutschland zurollt, kommt auch immer wieder Rassismus zutage, wo wir eigentlich dachten, den gibt es in Deutschland gar nicht mehr. Doch jetzt kommt er immer wieder vor. Die Deutsche Bischofskonferenz hat nun einen Preis ausgelobt, der katholische Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Was ist der Ziel dieses Preises? Ja, wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass zum christlichen Menschenbild es gehört, Menschen aller Rassen, aller Ethnien, aller Hautfarben so anzunehmen, dass es wirklich, jetzt sage ich es mal theologisch, unsere Brüder und Schwestern sind. Wir sagen, dass das christliche Menschenbild, das ist, dass alle Menschen verschiedener Herkunft zusammenführt und zusammenbindet in dem Begriff der einen Familie Gottes. Und wir haben die Hoffnung, dass solche Überzeugungen, die aus unserem Glauben heraus gedeckt sind, möglichst viele Menschen erreicht und auch im tiefsten erfüllt. Rassismus ist wirklich eine Sünde gegen Gottes guten Schöpfergeist, der sich darin ausdrückt, Menschen in verschiedenen in verschiedenen Gestalten sozusagen, nicht? Es gibt Menschen in Afrika, die sehen anders aus als Sie und ich und haben dieselbe Würde vor Gott und dieselbe Schönheit auch so. Also, dass wir nicht dem lieben Gott sozusagen eine Vorschrift machen, so muss der Mensch aussehen, der wirklich auf dem Gipfel der Vollkommenheit ist. Das geht nicht. Gott hat alle Menschen mit einer gleichen Würde geschaffen und darum, ja, möchten wir das verstärken mit einem solchen Preis, wo Menschen sich gegen Rassismus einsetzen. Wer genau soll sich da denn jetzt bewerben für diesen Preis? Das können Gruppen in Pfarrgemeinden sein, einzelne Initiativen. Manchmal sind es 3-4 Leute nur, die sich in einer Stadt oder in einem Dorf unglaublich engagieren für Menschen, die vielleicht auch in einer bedrohlichen Situation sich befunden haben und rassistischen Übergriffen ausgesetzt waren, die mit genügend
Tapferkeit, auch für die Notwendigkeit des Augenblicks sich eingesetzt haben. Also das Feld ist sehr weit, in dem das sich entwickeln kann. Es können auch Aktivitäten sein, die sich besonders ausdrücken in der Hilfe für Menschen aus anderen Ländern, die von ihren Nachbarn gemieden werden, dagegen zu halten und sagen, und wir wollen ihnen ganz besonders deutlich helfen, den Kindern hier, dass sie die Sprache lernen. Also solche Aktionen, die es ja schon in großer Zahl gibt. Aber hier geht es dann darum, nochmal so ganz deutlich auch den Begriff Fremdenfeindlichkeit, wo man spürt, da gibt es bedrohliche Situationen für Menschen und andere haben dagegen gehalten und gesagt, so geht das nicht. Wir setzen Zeichen deutlich gegen solche Herabsetzung von Menschen aus anderen Ländern. Vielen Dank für das Interview. Mehr Informationen über den katholischen Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus finden Sie auf www.dbk.de oder auch auf katholisch.de.